Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die Celsius-Träne besorgt, nachdem wir ein paar Pinguin-Handschuhe hergestellt haben. Und jetzt sind wir hier dabei, dieses komische Rätsel zu lösen. Ich habe keine Ahnung wie. Aber ja, es wird schon irgendwie passieren. Glaube ich. Okay, warte mal. Irgendwie muss er dazu schaffen sein. Ich habe den Pokémon Auto angeschafft. Ja, und das werde ich jetzt ein paar Mal öfter sagen. Vielleicht muss ich auch irgendwie was mit dem ein machen hier, mit diesem Einstein, der hier noch irgendwo ist. Warte mal, lass mich mal das Ding hier einfrieren. Dann hier rüber gehen, dann kann ich ja noch mal alles überblicken. Das andere kann ich, glaube ich, auch nicht damit machen, ne? Dann noch einmal so rüber blicken. Aber ich kann ja nicht alles überblicken, das ist ja blöde. Vielleicht, wenn ich mal einen anderen da reinpacke. Rain, was hast du denn dazu zu sagen? Gar nichts. Kann ich das Ding irgendwie noch da runterschieben vielleicht? Aber bringt mir das denn? Da komme ich ja auch nicht eher dahin. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie da runterschmeißen kann. Na, geht schon gar nicht hier durch. Hier kann ich halt auch nicht runterschmeißen, oder? Na, ich denke mir mal, ich kann halt hier auch nicht runterschmeißen. Das heißt, ganze Dinge nochmal. Ganze Dinge mal übersehen könnt ihr. Hier anfange, könnte ich da ganz nach links und ganz nach rechts gehen. Da bringt mir doch gar nichts, ne? Und wenn ich da rechts hoch, könnte ich auch wieder nur ganz links. Dann bringt mir auch nichts. Wenn ich hier hochgehe, dann kann ich hier nach links und dann nach rechts. Warte mal, mal hier, ne? Das ist auch. Boah. Kann ich ja nur hier nach links. Ne, warte mal, wenn ich nach rechts gehe, dann bringt mir das nichts. Kann ich nicht dahin? Kann ich hier hin? Will mir auch nichts bringen, was? Ah. Geht das überhaupt? Das schon mal. Ah, boah, leck mich. Rosmarin, ja, super. So, jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie ja perfekt reinkommen, ne? Warte mal, darf ich mal kurz gucken. Ja. Kann ich ja noch ein paar Sachen ausprobieren, ne? Nehmen wir mal hier. Kann er immer wieder zurück, ne? So, hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Hören wir mal da ein. So, ey, ich habe eine Idee. So, warte doch, von hier nach da. Dann nicht nach da. Wie komme ich jetzt da hin? Muss ich irgendwie auf die linke Seite von dem Ding gehen? Komm. Aber geht doch nicht. Das Ding doch vor ist. Nee, geht nicht. Mal auf die Unterseite von dem Ding. So, jetzt weiß ich wesentlich, wie ich da hinkomme. Weil ich jetzt nicht schon wieder vergessen habe. So, so einfach, ne?
Nö. Ma, wenn du älter wirst.本当だ。でっけ。なんでそんなに元気なんだよ。全くだ。早く精霊と契約してここを立ち去りたいな。本当。年を取ると暑いのや寒いのがダメになるらしいな。俺様全然平気だぜ。失礼だね。私はまだ19歳だよ。言い返す気力も出ぬ。寒くない。寒くないわよ。 Na, da ist eine wieder empfindlich. So, ich habe schon wieder vergessen, wie man da hinkommt. Yay! Ich hab's voll drauf. Oh Mann. Kaltes Wetter, warum kommt jetzt auf einmal Skiz? Ja, natürlich. Oder hast eine Klimaanlage unter deinen Klamotten? Das hat ein gewisser anderer Tilts auf Charakter, glaube ich auch. Hierhin, dahin. Und wie komme ich jetzt dahin? Warte mal, nee. Warte mal, ich muss doch irgendwie nur da rechts hinkommen eigentlich. Komme ich denn dahin? Nämlich da auf das Ding. Warte mal. Wie komme ich denn jetzt dahin? Da komme ich auch nicht hin, was? Der eine Ding ist da ja so im Weg. Oh Mann. Das ist blöd. Das sieht auch schon wieder richtig aus. Oh, ich hab's. Oh mein Gott, ich hab's. Mal leck mich. Das war eine Geburt. Erfahrungsgeme Level 3. Wer hat noch keine? Du hast noch keine. Wenigstens hat sich das hier gelohnt. Level 4 haben wir auch schon wieder. Was? Wo hab ich hier denn schon wieder her? Okay. Du bekommst das hier. Ja, klar. Weiß ich nicht. S-Typ. Wacht plus Ewigkeit. Weiß ich nicht. Hast du. Du hast noch gar nichts hier. Was ist das eigentlich? Ahnung, wacht bloß dann eben. So. Was nun? Ja. Ich werde mal lieber zurück. Ja, jetzt kommt hier schon wieder ein Rätsel. Die Antwort liegt im Blickwinkel? Es muss ein Hinweis zur Öffnung der Tür sein. Was soll das für ein Blickwinkel sein? Ich nehme an, alle nach oben. Weil da ist ja da, wo ich hin will, deswegen. Tun wir mal alle dahin schielen lassen. Die Antwort. Oh, ich weiß. Oh, leck mich. Wie sind denn die nochmal platziert? Der oberste guckt nach links.
Der unterste guckt nach rechts. Okay, warte mal. Der und der links gucken nach rechts. Der hat, glaube ich, nach unten geguckt. Ich glaube, der nach links, ne? Bams. Ich bin gut. Ich bin gut. Und da ist schon direkt das Siegel. Na komm, machen wir das jetzt auch. Bringen wir das hinter uns. Hui. Du, die du die Rechte hast, den Pakt zu schließen. Ich bin Celsius und Mythos, dem Helden, verpflichtet. Ja, das kennen wir schon. Ich begehre, einen Pakt mit Celsius zu schließen. Ich bitte dich, den Pakt mit Mythos aufzunehmen und ein neues Bündnis einzugehen. Mit mir. Du möchtest einen Pakt mit mir schließen? Amüsant. Lass sehen, ob du mit mir fertig wirst. Informiere dein Team 9. So, ja. Ist klar. Wieder die alte Leier. Weiß nicht, du kannst jetzt auch reinkommen mit ein paar geilen Zaubern. Dann Rain. Und weiß ich nicht. Ja, mach mal so wieder. Muss schon sagen. Sono Chikara. Watashi no mani shimeshite mi.